Und beim Sportunterricht muss man ja auch Schwimmunterricht geben. Ja. Ist das erlaubt, Sportlehrer zu werden? Allgemein ist es erlaubt, aber muss er mit den Kindern, also wie alt sind denn die Schüler? Das weiß ich, ob man Schwimmunterricht hat, weiß ich nicht. Muss man schauen, sind die noch unter der Pubertät, sind die über der Pubertät, das muss man klären. Kann nicht allgemein sagen, dass es verboten ist, aber... Wenn das über Pubertät ist, die Schüler... Dann ist das auf jeden Fall verboten, weil er sieht die ja halbnackt. Wenn die unter der Pubertät sind, ist das noch im grauen Bereich, sage ich mal. Aber auch nicht zu empfehlen. Aber da muss man halt schauen, in welcher Klasse er Sportunterricht unterrichtet. Oder er geht in eine Schule, wo es keinen Schwimmunterricht gibt. Gibt es ja. Es gibt Schulen, die keinen Schwimmunterricht anbieten. Also ich kann mich noch erinnern, an meiner Schule, da gab es keinen Schwimmunterricht. Gibt es halt bestimmte Schulen, die keine Schwimmhalle haben oder nicht den Zugang zu einer Schwimmhalle haben, dann könnte er da Sportunterricht machen. Aber allgemein, kennst du den Bruder persönlich? Also studiert er gerade Sport? Schon fertig? Ah. Weil ich kenne einen Bruder, der Sportlehrer ist bei uns in Nordrhein-Westfalen, in Bochum. Und der hat große Probleme, Achim. Der ist Sportlehrer, glaube ich, an einer Gesamtschule. Und er sagt, in der 5. Klasse geht das noch, aber 7., 8., 9. Klasse, da hast du Frauen vor dir. Ne? Und beim Sport, wie ziehen die Frauen sich an? Nicht gerade bedeckt, sage ich mal. Ja? Und im Sommer noch schlimmer. Und er sagt, das ist sehr, sehr schwierig, sehr, sehr schlimm. Deswegen rate dem Bruder an, sag ihm, wenn er Lehrer sein will, dann nur... Am besten nur in einer Grundschule oder in einer bestimmten Schule, wo es zum Beispiel nur Jungs gibt oder so, wie auch immer. Aber nicht in einer Gesamtreal-Gymnasium. Da wird es problematisch, weil er hat mit Frauen zu tun dann. Er unterrichtet dann Frauen beim Sport. Ja, also normaler Unterricht, okay, da kann man noch. Ja, aber beim Sport, also das ist, was der Bruder mir sagt. Er sagt mir, Sportunterricht ist auf jeden Fall sehr schwierig. Wallahu a'lam.